Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Reaction. Heute ist einfach mal so plötzlich der Thor Ragnarok Trailer rausgekommen, der allererste Trailer, und Leute, ich habe wirklich Angst. Ich fand die ersten Bilder, die wir gesehen haben von Thor Ragnarok, einfach nur, das sah aus wie eine Mischung aus Guardians of the Galaxy und Suicide Squad. Zwei Dinge, die meiner Meinung nach überhaupt nicht zu Thor passen. Meine Schwester hat mir gerade gesagt, ich soll mich darauf einlassen, was mir noch mehr Angst macht. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in den Trailer. Ich erwarte gar nichts, ich habe einfach nur Angst und... los geht's. Die ersten zwei Thor-Filme waren nicht gut und ich habe einfach nur Angst und würde sagen, Leute, ich klicke jetzt hier auf diese Maus, damit ich weiß, dass das Video synchron ist. Und scheiße, okay, los. Now I know what you're thinking. How did this happen? Well, it's a long story. Sie sieht mega cool aus. Wow. Oh, die Musik. Oh, Alter. Das ist ja wie in den Comics. Das ist ja mega. Wie eine Concept Art. Okay. Ich glaube, das soll Valkyrie darstellen. Alter, das sieht ja mega cool aus. Ja, also die Schurken. Ist das Beste. What have you brought today? Tell me. A contender. It's main event time. Hulk. Jetzt kommt Hulk. Damn, ey, nein. Hulk. Geil. He's a friend from work. Oh, come on. Geil. Das sieht aus wie in einem Videogame einfach, ne? Das Beste für mich am Trailer war auf jeden Fall Cate Blanchett als Hela. Das war einfach, also das Design ist einfach genauso wie in den Comics. Richtig, richtig gut. Sieht voll cool aus. Ich hoffe, dass sie es mit den Schurken endlich mal hinkriegen. Das ist einfach nur eine Vorlage. Also die sieht übelst cool aus. Der Rest... Ich fand es nicht so scheiße, wie ich es jetzt erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ich finde der Humor, also ich meine, der Film soll ja super lustig sein. Ich finde, davon habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. Es sah nach Spaß aus, aber es sah jetzt nicht nach albernem Guardians of the Galaxy Humor aus, der bei Guardians of the Galaxy natürlich passt. Aber bei Thor, nichts ist unpassender als Humor bei Thor, finde ich. Aber ja, das ist der erste Teaser-Trailer zu Thor Ragnarok. Ich bin auf eure Meinung gespannt und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich drüber denken soll. Hulk sieht super cool aus. Hela, wie gesagt, für mich das Highlight. Alles andere. Die Musik. Oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, Leute. Haut rein. Bis dahin. Ciao.